herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality. So, wir machen hier. Hey, ich mach gerade mal die Spanngurte fest, dass der Harry nachher gleich losdüsen kann. So, ist er ordentlich beladen? Müssen wir auch ordentlich sichern. So, dann mache ich hier weiter. Ich glaube, ich lege die Bäume mal schöner hin. Ja. Jo, moin Volker. Servus. Hab deinen Rasen jetzt gesät und wie geplant den Kiesweg gemacht, ne? Stimmt, ja genau, den Weg wollte ich ja auch. Okay, das gucke ich mir dann irgendwann mal an. Ich muss ja sowieso, der Hans-Peter hat ja einen Auftrag gegeben, irgendwelche Felder da zwischendrin, die Bäume wegzumachen. Ja. Wenn ich das angucke, dann gucke ich mir den Dinger mal an. Was kriegst du denn dafür? Hast du. Ja? Das hast du. Okay, ja, das ist ja nett. Gut. Jo. Okay, ich brauche noch 10 oder 11 Bäumchen hier beim Knoll, dann bin ich da auch fertig. Jo, weißt du, wann der Harrehofer wieder zu erreichen ist? Keine Ahnung. Vielleicht hat er Probleme irgendwie. Aber der müsste eigentlich die nächsten 5 Minuten oder so wiederkommen. Ja, okay. Guck's gerade mal auf die Uhr. So. Ja. Da stimmt was nicht. Jetzt. Jo. Jetzt gut. Sollte passen. Okay. Jo. Bis dann erstmal. Ciao. Jeder will einfach was von mir. Ey. So habe ich mir das als Förster nicht vorgestellt, ganz ehrlich. Oh nein, ein Baum. Gut, dann hat man das. Dann säge ich die hier mal nochmal um. Knoll weiß auch nicht, was er will. Hey, einmal so, einmal so. Naja, wir machen unseren Job und dann ist gut. So. Was ist denn heute los? So, jetzt passt's. Guten Tag. Hallo. Du, ich habe irgendwie das Gefühl, meine Uhr ist kaputt. Wieso? Hast du eine Ahnung? Bist du schon wieder am Trinken, ey? Ja, immer. Hast du eine Ahnung, wo ich eine neue herkrieg? Was? Eine neue Uhr? Ja. Eine, die richtig läuft. Beim Uhrenladen. Ja, läuft deine Uhr richtig? Ja, ich kann kurz schauen, wie spät es bei mir ist. Bei mir ist es... Ah, ja.
Läuft Ihre Uhr jetzt wieder richtig? Ja, jetzt läuft sie wieder richtig. Hm, hi. Okay. Gut. Wann fangen Sie an? Ja, gute Frage. Ich bin noch eine Weile hier beschäftigt. Ich muss noch ein paar Bäume abtransportieren. Der Hofer hilft mir zwar. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Also vor morgen wird's nix. So wie geplant. Okay. Müssen wir das Event wahrscheinlich verschieben. Das wäre schade. Warum verschieben? Ja, wenn sie dann noch länger brauchen. Ja, wenn sie haben, können sie auch schon mal einfach absägen und ich kümmere mich dann um den Abtransport. Okay. Also das wäre ein Vorschlag. Ja. Okay, gut, dann bis später mal. Ja. Ciao. Ciao. So, dann machen wir hier die Bäumchen fertig. Ja, wenn der mir die Bäume absägt, dann muss ich nur den Baumstumpf entfernen. Und die Bäume abtransportieren, da spare ich mir Arbeit. So. Ich glaube, vielleicht. Weiß nicht, wie lange der Harry noch braucht. Wenn der zu lang braucht, dann setze ich mich in seinen Traktor und fahre selber weg. Ich glaube, das mache ich. Ich nehme mal gerade mal seinen Trecker und fahr den weg. Ich hoffe mal, er hat nichts dagegen. Ach, dann komme ich gar nicht rein. So ein Mist. Mal gucken, wo der Schlüssel ist. Ah, da ist er. Sehr gut. Sieht schon schick aus, dieser Deutz Series 9. So, perfekt. Jetzt sieht besser wie mein Steier. Bin mal gespannt, was wir für die Ladung dieses Mal kriegen. Die letzte Ladung mit 55.000 war ja ordentlich. Müsste aber dieses Mal auch ungefähr so viel sein. Scheiße. Verdammt. Das ist auch noch sein Traktor, ey. Ups. Herzlich willkommen beim Bauhof von Jürgen Rasex. Wenn Sie einen Auftrag aufgeben wollen, sagen Sie Auftrag aufgeben. Wenn Sie einen freien Mitarbeiter sprechen wollen, sagen Sie Arbeiter sprechen. Arbeiter sprechen. Sie werden an einen freien Mitarbeiter weitergeleitet. Hallo. Servus, Jürgen. Ja? Du, mir ist was ganz Doofes passiert. Was denn? Ich habe mir den Traktor vom Harry Hofer geliehen. Naja, und ich wollte das Holz wegfahren, jetzt liegt er auf der Seite. Ey, so ein Kack, Knoll, hier, warte, ganz direkt mitnehmen. Ich geh schon gleich. Jo, warte kurz.
Ich liege an den S-Kurven zwischen Bauhof und der Straße vom Händler. Ja. Also wenn da einer kommen könnte, wäre cool. Straße vom Händler. Ah, ja, ich sehe dich schon. Ja, das ist. Neul. Aber ich brauche einen Radlader. Ihr braucht einen Radlader oder so, sonst kriegt ihr den nicht hoch. Neul. Warte mal kurz, ich komme sofort wieder. Jojo, passt. Ruf einfach an, wenn wenn ihr unterwegs seid. Jo. Ciao. Oh, scheiße, ey. Oh, jetzt hatte ich gerade so eine gute Connection mit dem Harry. Und jetzt mache ich seinen Trecker kaputt. Verdammt, ey. Herr Stromberger, Unfall ja. Zwischen Bauhof und Händler auf den S-Kurven. Ja. Okay. Sollten vielleicht kommen zum Absperren. Ja. Danke, bis dann, tschüss. Kein Personenschaden. Okay. Ciao. Auf Wiederhören. Ja, Jürgen. Ich mach mich jetzt auf den Weg, ne? Ja, ich hab dem Stromberger auch schon Bescheid gegeben, dass der absperrt hier. Ey, das ist to- Ach, Alter, ich könnte mir in den Hintern beißen. Jo, jo. Der hat den Schlüssel stecken lassen, weißt du? Ja. Da hab ich gedacht, der sollte eigentlich die Bäume abfahren. Da hab ich gedacht, jetzt fahre ich halt selber kurz. Hier, der Stromberger kommt gerade. Okay, du kommst auch, okay. Achtung, pass auf! Uiuiui. Ui. So. Steil was rein, die fahren nur Scheiße. Hallo, auf einmal, ihr bremst oder die Karre hier ist viel zu schnell. Sperrst du hinten ab, deine Stromberger? Guten Tag, der Herr. Hallo, Herr Stromberger. Hallo, Herr Stromberger. Ja. Mister. Okay. Ich fahr schnell einen Radler da holen. Herr Reisex, rufen Sie lieber die Feuerwehr. Ja, die Feuerwehr brauchen wir nicht. Ist alles in Ordnung. Wir müssen den nur wieder aufstellen. Die Feuerwehr hat vielleicht einen Radlader, den. Obwohl, nee. Ja, holen Sie mal einen Radlader. Vorsichtig. Schon Radlader. Nicht, dass hier noch was am Traktor kaputt geht. Ja. Yeah. Der muss eh in die Werkstatt. Ja. Das ist ein bisschen doof gelaufen hier. Volker, keine Sorge, wir machen das schon. Falsch, Herr Varuna. Doof gefahren, nicht gelaufen. Ja, der Anhänger hat irgendwann angefangen zu schieben. Und dann kam er ins Schlingern und hat mich umgeschmissen, ey. Aber er ist nicht überladen eigentlich. Das ist ein bisschen komisch gewesen. Ah, ich muss sagen, der Deutz hat eine gute Fahrerkabine, also die ist Respekt. Warten Sie mal, der Funk knackt gerade. Ja. Jürgen? Jo, ich bin mit dem Radlader unterwegs, ne? Okay, passt. Ich hab wohl keine Sinke vorne dran. Ich hab nur eine Schaufel, aber das müsste auch klappen. Das geht, wenn du unten drunter fährst und dann anschiebst, ich hab dann. Ich vorne auch eine Matte reingetan, das wird nicht noch mehr kaputt machen. Ja, musste den Trailer kippen, das passt. Okay, gut. Jo. So, jetzt Herr Stromberger. So, dann schreibe ich, schon mal, glaube ich, meine Akte. Ach, welchen Tag haben wir heute nochmal? Heute ist Donnerstag. Okay. Ja. Oh, da unten könnte die Feuerwehr schon. Ah, der Knoll kommt auch. Ja, dann kann der hinten vielleicht absperren. Ja, ich rede. Oh, warte, Sie. Herr Kollege von der Feuerwehr, stellen Sie sich am besten nach vorne hin und schmeißen ab. Kommen Sie irgendwo hier am besten, hier unter die Kante gleich vorne. Jo, legst du mal gerade die Matte aus der Schaufel dahin? Jo, Moment.
So, warte, ich schieb die hier unten runter und das. So. Warte, ich schieb noch, zieh noch ein bisschen. So. Gut, jetzt. Achtung, warte, ich. Ja, noch ein bisschen. Und jetzt hoch. Fahren und hoch. Jawohl. Jo, jetzt steht er wieder. Perfekt. Okay. Ich würde sagen, sie hängen den Hänger ab. Und ja. Der wird irgendwie von einem anderen Fahrzeug geholt. Ich gucke erstmal, ob der Traktor wieder geht. Ich hole unten mein 1050. Ja, Moment, ich guck doch mal. Der ist. Ich habe doch gar nicht. Ich habe ihn ausgemacht. Ich wollte nicht, dass er hier. Ich guck mal, ob er geht. Warte, wir überprüfen mal. Radlader hat ja auch so eine starke Batterie. Ja, der muss. Soll ich den CAD anrufen? Nee, warte mal, ich guck mal. Ja, ich warte noch ein bisschen, warte. Ich guck mal den ADAC. Ja, warte noch kurz. Ich lasse ihn kurz ein bisschen Batterie laden und dann. Batterie lädt. Aber das muss ja sowieso Protokoll. Oder nicht? Ja, Polizei hat Protokoll geschrieben. Ich bin ja sozusagen und der ADAC, wissen Sie? Und Herr Varuna, und dann repariert geht er ja alles in den Lofen, was haben wir dann? Ach, da passiert von so einer kleinen Batterie doch nicht. Ich bin ja Reparateur, da passiert ja alles. Läuft er? Jo, läuft. Schnurrt wie ein Kätzchen. Varuna, zahlen Sie den Feuerwehreinsatz? Ja, muss nein, ich, muss ich. Also, die Stadt. Die Stadt, warum? Also, ich will mich nicht beschweren, aber okay. Du, Volker, pass auf. Du fährst gerade das Holz, den Hänger, runter zum Sägewerk. Und dann kommst du direkt in die Werkstatt, okay? Jo, den stelle ich dir hin, den Deutz. Ja. Dann kannst du mit meinem Auto hoch zum Bauhof fahren. Okay, passt. Danke. Okay, jo. Ich müsste aber da auch mal Abendessen, gell? Ach so, ja. Also ich fahre noch kurz das Holz weg und dann Abendessen. Jo. Ciao. Jo. Danke, gell, an alle. Jo, kein ja. Thema. Herr Stromberger. Ja. Können Sie mir bitte das Protokoll... Also, Moment, jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich den hier auch wieder rauskrieg. Ey, das ist ja ein... Na, die Reparatur zahle ich natürlich, das ist ja wohl logisch. Mal hier. Fahr mal ein bisschen langsamer. Ey, das ist ungeschickt, ey. Hoffentlich kostet die Reparatur nicht so viel. Hoffentlich macht der Jürgen einen guten Preis. Und der Harry ist gar nicht da. Der hat gar nichts mitbekommen, ey. Ja, bitte. Volker, wenn du Überlänge hast, würde ich ganz schnell noch hinten so ein Schild dranhängen, ne? Wie haben wir da was? Und da hängt eigentlich hinten unter jedem Anhänger drunter. Ja, aber haben wir da was da? An Schildern? Ja, so ein Schild, hängst einfach hinten an so einem Baum dran. Gegen unter, bei dem Anhänger. Hat ich im letzten Mal eins runtergelegt unter deinem. Okay. Hatte ich gar nicht gewusst. Hinten, überm Kennzeichen. Kleines Fach. Habe ich hier mal eins reingelegt. Okay. Weil ich eigentlich die Tage noch gesagt haben, aber weil der Knoll will, der mich beim Polizisten nachfragen. Was will der? Beim Polizisten mal nachfragen. Wegen Überlänge. Ja. Du welche hättest. Nur, dass du Bescheid weißt, ne? Will der mich ankacken, der Knoll? Ja. Alter, das gibt's ja nicht. Und für den mache ich gerade die Arbeit. Ja, das werde ich mir mal überlegen, ob ich für den nochmal arbeite dann. Alter. Okay. Aber gut, ich gehe dann gleich mal Abendessen. Ja, ich auch, ne? Wir kriegen Zeit, du. Ich hab Hunger, du. Jo. Und der Magen, du. Wir sind der Arm. Okay. Aller gut, dann bis später, gell? Jo.
So, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und, ich mache mal gerade die Spanngurte schnell weg. Schnelllösung. Den verkaufen wir noch. Waren 58.200. Alter. So. Aber wir machen jetzt Mittag, Abendessen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Ciao.